Marathonläufe, Straßenläufe, sie brechen alle Rekorde. So auch an diesem Wochenende heute in Berlin über 25 Kilometer, ausgerichtet von der französischen Schutzmacht in Zusammenarbeit mit dem Berliner Leichtathletikverband. Friedrich Karl Brauns berichtet von dieser Veranstaltung. Der Start vor olympischer Kulisse, ein faszinierendes Bild. 7.585 Läuferinnen und Läufer aus 35 Nationen nahmen die 25 Kilometer in Angriff. Top-Athleten darunter und Hobbyläufer. Keine Laufsportveranstaltung in Deutschland hat je eine größere Resonanz gefunden. Die Arrivierten drängten von Beginn an auf scharfes Tempo. Die ersten 10 Kilometer wurden unter 30 Minuten zurückgelegt. Und so bildete sich bald eine Spitzengruppe, unter anderem mit Michael Spöttl aus Verden, Nummer 2, dem dritten der deutschen Marathonmeisterschaft, und Nummer 145, Ingo Sensburg, LG Süd, der am Ende Sechster wurde. Kurfürstendamm und dann die Gedächtniskirche. Die markanten Wahrzeichen Westberlins setzten auch für die Läufer auf der Strecke ein Zeichen. Nach genau 8 Kilometern war hier die erste von insgesamt 3 Verpflegungsstationen eingerichtet. Nasse Schwämme mit Aufbaustoffen angereicherte Flüssigkeit, Vitamine, gern angenommene Hilfen für den Kampf gegen Uhr und Gegner, wenn es um sportlichen Lorbeer ging, und für den Kampf gegen eigene Motivationsmüdigkeit, wenn die Rückkehr zum Olympiastadion das einzige Ziel war. In der auf 8 Läufer zusammengeschrumpften Spitzengruppe ergriff mehr und mehr der 34-jährige Franzose Pierre Lévis die Initiative. Lévis war Siebter bei der Cross-Weltmeisterschaft und er liebäugelt mit einem Marathonstart in Los Angeles. Umrundet wird hier die Siegessäule. Die prominenteste Teilnehmerin, Rosa Mota, Portugal, Marathon-Europameisterin und Weltmeisterschaftsvierte, aber sie war nicht konkurrenzlos. Als zähe, ja am Ende stärkere Wegbegleiterin erwies sich mit der Startnummer 19 die Französin Joëlle de Bouvier. Ganz rechts haben wir sie im Bild. Sie ist eine der besten Langstrecklerinnen ihres Landes. Noch einmal rechts Bouvier, daneben Rosa Mota. Pierre Lévis startete bei Kilometer 14 den entscheidenden Vorstoß. Der Engländer Buckley verlor als letzter den Kontakt. Der Franzose Lefranc, Spöttl und Sensburg hatten schon vorher passen müssen. Und der Tross zog sich wie ein Lindwurm schier endlos durch Berlins Straßen. Ja, also mir geht's ganz gut. Wie alt sind Sie, darf ich das fragen? 54 Jahre alt. Und das erste Mal? Mal. Und ich mach's nur so wieder als Vorbereitung für größere und längere Strecken. Marathon werde ich ja nochmal machen. Dann lächeln wir noch einmal rein, das machen wir alles. Sind Sie eine Familie oder warum rennen Sie? Nein, wir sind ein Verein. LG Munster. Von Munster aus der Lüneburger Heide. Wir haben extra trainiert für hier und jetzt sind wir mal da. Und die Frauen? Die Frauen genauso stark wie Sie? Die sind beinahe stärker als ich. Ja. Haben Sie eine Ahnung, an welcher Stelle Sie jetzt ungefähr sind? Oder interessiert Sie es gar nicht? Also viel Platz. Nö, wir wollen ankommen. Das ist viel wichtiger, eine Platzierung. Wir machen das als Hobby. Und Sie sind hier mit mehreren am Start? Ja, so ein paar Leute, mit denen ich auch trainiere. Zusammen losgelaufen und jetzt allein? Ja, das verteilt sich so. Sind Sie besser oder schlechter? Schlechter. Schlechter? Ja. Aber Sie schaffen? Ja. Und so ein Langstreckenspektakel hinterlässt Spuren. Weiterer Vorteil eines Spitzenläufers vom Schlage des Pierre Lévis: man muss sich nicht den Weg durch Abfall bahnen. Klarer Vorsprung für den Favoriten. Aber um Platz 2 lauern sich hier noch Spöttl und Jacques Lefranc. Rechts der Franzose. Lévis passiert das Ziel im Olympiastadion. Streckenbestzeit 1 Stunde 15 Minuten 11 Sekunden. Knapp eine Minute später rettet Spöttl Platz 2. Und dann beginnt die hohe Zeit der Computer, die gemeinsam mit Menschen aus Fleisch und Blut des Zielandrangs Herr werden müssen. Und für die Starter hat sich nicht nur der Medaille wegen die Mühe gelohnt. Wenn auch mancher lediglich auf starksigen Beinen durchs Ziel kam. Leichtfüßig beendete dagegen Rosa Mota das Rennen, aber sie wurde mit 30 Sekunden Rückstand nur Zweite.
Zweite hinter Joëlle de Brouvier, die für die 25 Kilometer die glänzende Zeit von 1 Stunde 24 Minuten 7 Sekunden benötigte. Dritte übrigens Christa Wallensieg aus Wuppertal, die Vorjahrssiegerin. Gratulationskur für die Erstklassierten durch politische Prominenz. Sieger waren an diesem Sonntagvormittag in Berlin eigentlich alle, die das Olympiastadion wieder erreichten. Auch wenn die Gewinner die gleiche Kurve eine knappe Stunde zuvor passiert hatten. Stilistische Unterschiede und Eigenwilligkeiten gab es natürlich, doch genauso plausible Gründe dafür. Schön locker bleiben, 70!